So, und weiter geht es. Ich habe mich dann noch entschieden, noch eine Folge zu machen. Und ja, wir gucken jetzt mal, was uns hier so Schönes erwartet. Es ist so ungewohnt, dieses Spiel gerade aus nicht so einer weiten Entfernung zu sehen. Beim Fernseher sieht das allgemein immer klein aus. Hier, ja, ist die Nahansicht viel zu groß schon. Aber ich mache es absichtlich für euch. Wobei, hier in diesen dunklen Ecken bringt sie uns allen nichts. Ah. Triff mich nicht. Triff mich nicht. Danke. Sehr freundlich. Zwar werden Vampire vom Tageslicht geschwächt, magisches Licht kann jedoch auf vielfache Art und Weise eingesetzt werden. Jetzt muss ich nochmal überlegen. War das hier? Ja, war hier. Ist nämlich dann so die Kurzauswahltaste dafür. Richtig? Nein, kann ich nicht. Aber wir brauchen eh kein Blut. Gut. Ich sag mal so, an einem Tag kann man es eigentlich schon relativ weit schaffen in diesem Spiel. Ich habe es sogar schon geschafft, an einem Tag alles durchzuspielen. Aber das, will ich euch, glaube ich, nicht antun. Ihr sollt ja noch ein bisschen zumindest mitraten dürfen, was hier so passiert. Sofern ihr das Spiel natürlich nicht kennt. Wenn ihr es kennt, ja gut, dann wisst ihr sowieso, wie es ausgeht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bereits Teile davon gespielt habt. Wenn ja, welche. Und wie sie euch gefallen haben. Würde mich echt gern, echt brennend interessieren. Da ich ja... eigentlich, doch, alle Teile habe ich schon durch. Und ich habe als Kind mal an einem Wochenende... Da musste meine Mutter mal komplett durcharbeiten. Und mein Vater hat das nicht großartig interessiert, ob ich da jetzt ganzes Wochenende lang wach war und mich weder um Schule noch um Haushalt gekümmert habe. Und da habe ich tatsächlich es geschafft, alle 5 Spiele an einem Wochenende durchzuspielen. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe, glaube ich, gar nicht geschlafen. Und ich glaube, ich habe auch nicht gegessen, außer das, was mein Vater mir da zwischendurch beim Zimmer reingebracht hat, einfach weil ich nicht mehr aufgestanden bin. Ich musste nicht mal aufs Klo in der Zeit, glaube ich. Ich habe echt durchgehalten, bis es nicht mehr ging. Oh, scheiße. So. Bis jetzt stelle ich mich gar nicht blöd an. So wie sonst immer. Kommt aber noch früh genug. Wir werden mit Sicherheit auch noch sterben. Das Schlimmste daran ist, zu diesem Zeitpunkt habe ich halt schon einige Spiele fertig, die jetzt gerade noch in der Mache sind sozusagen. Also am Hochladen sind. Wo ich halt dann einfach weitermachen wollte. Weil jetzt im April wir wahrscheinlich im Urlaub fahren, eventuell. Das steht noch nicht fest. Das ist so eine, ja, 50-50 Chance. Help me, Kaiser! Help me, Kaiser!
Please, help me, Kreischer! Und dafür will ich halt schon einiges im Voraus haben. Und das andere waren halt... Oder ein kurzes Let's Play und das andere wusste ich nicht, dass es so kurz ist. Da dachte ich, ach ja, das geht ja bestimmt so... 6, 7, 8, 9 Stunden. Nein, ging es nicht. Wobei, bei dem Spiel werde ich noch einige Stellen zurückspielen müssen. Weil 5 Minuten vor Ende das Spiel quasi abgeschmiert ist. Und das Spiel aber nicht keine Speicherfunktion hat. Das soll angeblich automatisch speichern, tut es aber nicht. Oder halt nur zweimal. Und das bringt mich natürlich nicht weiter. So, da ich aber halt bis auf das Ende alles habe, bin ich am Überlegen, ob ich bei dem Spiel beispielsweise einfach ein Ende von jemand anderem verlinke. Warum will ich denn da nochmal lang? Oder ob ich es tatsächlich bis dahin zurückspiele. Was eigentlich schwachsinnig wäre. Also wahrscheinlich werde ich es einfach nur verlinken. Und ja. Weil das ist ja Schwachsinn, wenn ich jetzt... Also 3 Stunden geht es mindestens, das Spiel. Aber es wäre dann ja blöd, wenn ich das dann nochmal alles spiele. Vor allem ist das Spiel relativ langatmig. Und auch nicht besonders gut. Daher, ja. Ich rede jetzt mal wieder viel zu viel über andere Sachen als über dieses Spiel. Fällt mir gerade mal wieder auf. Problem ist, ich könnte zu dieser Spielreihe so viel erzählen. Kann ich aber teilweise erst ab dem zweiten bzw. dritten Teil. Dann kann ich erst richtig was zu sagen. Weil dieses Spiel hier halt sehr viel von den anderen Spielen aufgreift. Die Nacht bricht herein. Und mit ihr gewinnen die Vampire an Kraft. Ja, yeah, Kraft. Kraft ist gut. Ich liebe dieses Spiel. Ich vergöttere dieses Spiel. Huch, Wolf. Nachtholm ist das nächste. Und hier geht's noch kurz rein. Denn wir können ja nicht springen in diesem Spiel. Deswegen ist es ein sehr komisches Gesicht. Da könnte man übrigens wieder speichern. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, weil wir da eh gleich wieder hinkommen. Wolfsgestalt ermöglicht mir, mich blitzschnell zu bewegen und über jedes Hindernis zu springen. Allerdings bringt diese Erscheinungsform eine besondere Art von Hunger und Raserei mit sich. Ja, das ist die richtige Form. Ja, die Werwolfsform. Alles klar. Bin, glaube ich, gerade mal wieder falsch gegangen. Ja, natürlich. Ich mag die Werwolfsform eigentlich überhaupt nicht. Die ist zumindest für mich zum Kämpfen ungeeignet. Weil ich nicht gerade sehr präzise bin bei den Sachen, die ich hier tue. Problem ist, diese Form verbraucht halt auch Magiepunkte. Och, ich hasse es. So. So. Man landet eh immer im Wasser. Nein, lass mich da hoch. So. Ah, da kann man. Nicht hoch. Hier können wir hoch. Das ist ein bisschen zu viel. Okay.
Ja, ich weiß jetzt, was für ein Gegner kommt, deswegen zeige ich euch mal die hier. Sehr praktisch. Save Victus! Und wir saugen mal wieder lecker Blut. Blut ist gut. Sehr gut. So. Einmal. Das gleiche müssen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite machen. Also in diesem Spiel sind sehr viele Schalterrätsel. Das, was Soul Reaver 1 an Kisten hat, hat Blood Omen 1 an Schaltern. Kistenrätsel waren hier noch nicht so der Burner. Oder oh, speichern wir hier nochmal? Ja, ich speichere viel. Aber ich speichere lieber zu viel als zu wenig. Vier Saves sollten reichen. So. Man kann allerdings auch, das habe ich noch gar nicht gezeigt, benutze ich allerdings auch selten, so eine Übersichtskarte. Wie gesagt, benutze ich sehr, sehr selten. Es gibt ein Gebiet, in dem ich das nutze. Auch einfach nur, weil ich da nie weiß, wo ich in die nächste Höhle oder so muss. Kann, darf, soll. Hier müssen wir nicht hin. Geht mir aus dem Weg. Lass mich. So. Und hier zeige ich euch noch eine andere Besonderheit an diesem Spiel. Bei den Geisterschmieden muss man Vorsicht walten lassen. Die Gespenster und Schatten, die dort hausen, bieten im Austausch für eine kleine Blutmenge Dinge an, von denen ein Sterblicher nur träumen kann. Die Gespensterschmieden schaffen aus verlorenen Seelen Neues. Vergieße dein Blut für mich und diese Artefakte sind dein. Stell dir vor, welche Macht du damit innehättest. So, das Ätzende hierbei ist, das werdet ihr jetzt sehen. Du suchst also hier in der Geisterschmiede Hilfe, Vampir. Das Blut der Toten gegen deine Geheimnisse. Ich werde... So, jetzt akzeptieren wir. Und unser Blut sinkt. Dafür steigt die Anzahl dieser Objekte. So, und was ich hier jetzt machen werde, das werde ich euch aber... Das ist der Sheet. Hierfür sehr nützlich, weil ich das also natürlich jetzt Hilfe, hoch das Blut der Toten gegen machen werde, die Anzahl. Ich werde, Das eine ganze Weile hin und her machen. Weil die Dinger doch sehr wichtig sind. Mich freut es, dass der Sheet hierbei funktioniert. Also ich denke mal, ich werde bis 87 machen. Oder, na, 97, weil wir dann ja noch wenigstens Platz haben, ein paar zu finden und ein paar zu benutzen. Und ja, dann sehen wir uns, sobald ich bei den 97 angekommen bin, sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. So, wir haben die 97 Stück. Und wir können hier jetzt wieder raus. Und für alle, die denken, das ist Cheaten, nein, es ist kein Cheaten. Das wird hier im Spiel angeboten, das darf man. Gut, man darf sich kein Leben dazu cheaten, ja. Aber es hat trotzdem geklappt. Ich glaube, da hängt eine Spinne. Oh Gott, das ist eine dieser großen.
kleinen, na gut, sie ist klein, fett, krabbelt komischerweise nicht mehr. Weil sie, besser finden, Spinnen, die nicht krabbeln, oder Spinnen, die sich die ganze Zeit bewegen mit ihren Beinchen. Vorhin bei Skyrim. Ich muss diesen einen Anime-Mod unbedingt rausmachen. Das macht die Spinnen ja noch schlimmer. Die sehen jetzt ganz anders aus. Und die können mich mit einem Schlag killen. Oh Gott, bewegt die nicht. Oh Gott. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nein, habe ich nicht. Da hatte gerade, ich hätte was übersehen. Aber ich habe aber nichts übersehen. Und ja, als Werwolf ist man stärker als eigentlich. Aber ich spiele, wie gesagt, überhaupt nicht gerne Werwolf. Ich gehöre eher der Vampir-Fraktion an. Auch wenn das hier wirklich nur eine Verwandlungsform ist. Ey! Jetzt greifst du mich einfach an. Habe ich dir das erlaubt? Habe ich dir gesagt, du darfst mich angreifen? Nein, habe ich nicht. So. Hier können wir als nächstes rein. Wir können hier sogar wieder speichern. Das ist sehr schön. Fühle ich mich wenigstens sicherer. Wer weiß, wann mein Spiel abstürzt. Und ja, ich speichere wirklich an fast jedem Speicherpunkt. Später sogar an jedem. Egal, wie weit sie auseinander liegen, weil ich habe in diesem Spiel schon öfters die Arschkarte gezogen, wenn ich das nicht getan habe. Und meistens, wenn ich dann Ewigkeiten zurückspielen muss bis zu einer gewissen Stelle, dann habe ich einfach keinen Bock drauf. Oh Gott, die Spinne ist weg. Na toll, jetzt habe ich Panik. Okay. Der Energieblitz ist magische Energie in ihrer Urform. Ein verheerender Zauber, aber sehr mächtig. Ja, genauso wie das hier. Einer der... Oh. Einer der Gründe, warum wir das hier jetzt gerade... Bauen wir den Energieblitz trotzdem. So, dafür. Damit hier die Tür aufgeht. So, einmal Leben. Einmal Energie. Hör auf zu jammern. Ihr habt hier keinen Grund zu jammern. Euch geht's hier super. Oh, please, help me, kinder. Die Frage der Fragen. Eup. Okay, ja, hierfür brauche ich aber... Victor! Wie
schön. Wir hätten das auch alles mit dem Blitz regeln können, aber... Nee. Ich meine, dafür haben wir ja auch diese Kreise da geholt. Aua. Lass mich in Ruhe. Ach, ja, stimmt, da kommen wir ja so nicht hoch. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wo mein Kätzchen abgeblieben ist. Na, will ich auch gar nicht genauer wissen. So. Hier, komm, lade. Lade zu Ende. Hey, Victor! So. Und der nächste. Na komm, sagen wir die einfach aus. Oh, ich mag diese. Oh, Scheiße. Ich mag diese altmodische Musik. Das fehlt. Hat mir richtig gefehlt. Hab das war vor ein paar Wochen mit einem Kumpel mal gespielt, aber. Mann! Aber es ist halt schon was anderes, die Musik diesmal direkt auf den Ohren halt zu haben. Und nicht nur über den Fernseher. Das ist schon echt cool. Und das auch wenigstens mal vernünftig spielen zu können, ohne dass einem die Finger wehtun. So. Jetzt die nächste Besonderheit an diesem Spiel. Wir treffen immer mehr. Wir gehen hier mal rein. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Ja. Also es gibt hier verschiedene Blutbrunnen und jede macht uns halt ein bisschen, also entweder ein bisschen stärker oder immun gegen irgendwas. Und ja, die hier macht halt, dass wir Steinblöcke wegmachen können. Nur nicht alle, es gibt Steinblöcke in verschiedensten Größen. Aber wir können es. Es ist uns möglich. Da ist nichts. Nachtholm war ein typisches Bauerndorf von Nosgoth. Allerdings gab es unter den Bauern und Handwerkern des Dorfes auch Räuber und Schurken. Räuber und Schurken, ja? Ah, okay. Ich dachte, da wäre noch was. So, tada! Ach, Salem! Was hast du denn? Kleiner Jammerlappen. Ah, okay. Hier können wir also rüber. Also, rüber können wir das sowieso, aber hier gibt es wenigstens was, was wir tun können. So, ich laufe jetzt hier auch vorsichtshalber mal als Werwolf rum. Ich glaube, bis auf Fässer. Fässer können wir mit der Werwolfsgestalt nicht öffnen. Sonst glaube ich alle. Ah!
Ja. Da seht ihr es. Das geht also nicht. Den Trank, da brauchen wir nicht. Können wir uns für irgendwann mal aufheben. Weiter. So, ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist was. Huch. Also wir kriegen von den Dingern auf jeden Fall mehr als genug. Aber es ist halt schon schön, nicht direkt darauf achten zu müssen, wie viel man davon nimmt. Hier geht's auch noch rüber. Ja, eine Taverne, ich weiß. Mann, die ganzen Weiber hier irgendwie noch draußen. Wahrscheinlich die grausamste aller. Oh Gott, Salem! Hierbei schrumpft der Körper des Opfers in sich zusammen. Knochen und Organe werden verquetscht, bis der Druck so groß wird, dass die Haut aufplatzt. Ja, Salem, so. Ich hab dich jetzt hier näher rangeschoben. Bist du zufrieden? Stickst. Warum stickst du denn heute so? Nein. Du bleibst auf deinem Stuhl. Hm? Dann kann ich dich trotzdem noch streicheln. Ist trotzdem noch deine Aufmerksamkeit, wenn du da sitzt. Bist du ein paar Zentimeter weiter weg. Ich hab Angst, dass du die Orangenbrause auf dein Fell kriegst. Muss ich ihn wieder baden? Das mag er ja überhaupt nicht. Wobei, er ist nicht wasserscheu, aber baden ist ihm dann doch zu viel Wasser. Auch bei Regen, der geht auch bei Regen raus, beziehungsweise habe ich ihn dann auf meinem Arm. Und das stört ihn überhaupt nicht. Nicht wahr, Kleiner? Jo. Well, Salem, ich brauche mal ganz kurz die Hand. Ich brauche mal ganz kurz die Hand für den Totengräber hier. So, jetzt kann es weiter schmucken. Okay. Wieder überall Bier auf den Tischen stehen. Nein. Nein, mein kleiner Knilch. Tu es einfach nicht. Das hat mich total durcheinander gebracht. So, hier hinten ist dann noch ein Secret. Kommen wir aber jetzt noch nicht rein. Ich glaube, erst in einer bestimmten Nachtzeit. Nein, Salem. Was schaust du mich denn so an? Aber ich glaube, wir kriegen jetzt auch erstmal keinen Speicherpunkt, bis wir in Steinchenkroll ankommen, beziehungsweise bis wir beim nächsten Dungeon sind. Nein, lass das. Lass es. Nein. So, ich werde hier kurz den Part beenden. Wir sehen uns gleich wieder.